Hey Leute, diesmal will ich wieder einen Bedini-Motor zerlegen, also einen neuen Bedini bauen. Ich habe dann den Motor, dann habe ich Draht und nochmal Draht. Mal gucken, was für ein Draht ich nehme, aber ich nehme ihn erstmal auseinander. Und ich habe was zum Drahtstärke gemessen. Ich versuche jetzt erstmal den Motor zu zerlegen. Ups. Ist nicht so einfach, den rauszukriegen, also mit Schraubenziehern kann man normalerweise da reinfahren. Ups, und den dann irgendwie auseinander. Ich suche noch einen zweiten. Das ist jetzt ein Torx. Mal gucken, ob ich die beiden hier gegeneinander, also die beiden aufbiegen kann, den Sperrring. Ich will den nur irgendwie da fest und da aufbiegen. Ich glaube, zwei spitzige Sachen wären besser. Aber so geht's auch. Ups. Echt nicht einfach, den da aufzukriegen. Ups. Nee, ich glaube, ich muss einen anderen Schraubenzieher nehmen. Mal gucken, was ich noch habe. Ah, da habe ich noch einen besseren Schraubenzieher. Versuche ich es mal mit dem da festzuhalten. Und mit dem hier den aufzubiegen. Ja, so geht's. Genau. Wenn man einen ganz kleinen Schraubenzieher hat oder Schraubendreher hat, dann kann man den Sperrring da aufbiegen. Ja, und dann geht der auch runter. Jetzt den da raus. Ups. Genau, und schon ist er draußen, der da. Okay, dann mal den raus. Das Ganze ist mit Öl geschmiert, daher mal mit Taschentuch. Den hat jemand mit Öl geschmiert, der mir die Lüfter zugeschickt hat, weil ich glaube, das ist Gleitlager, genau, die sind Gleitlager. Und daher mit Öl geschmiert. Da ist noch eine Dichtung. Die Dichtung mal darauf. Das sind die Magnete. Ups. Zack, zack, 3, 4, 1, ups. Moment. Okay. Genau. Die Dichtung da rein. So, jetzt das Schwierige. Die Dichtung, dann ist da noch ein Abstandhalterring. Der kommt auch da drauf. So, jetzt geht's weiter. Da ist Centerbuchse, dann ist Kunststoff und dann sitzt das da drauf. Und das Schwierige ist jetzt, das Ganze da rauszubekommen. Da haben wir schon 4 Draht, aber da würde noch viel mehr Draht drauf passen. Da ist echt nicht viel gewickelt. Und jetzt mal gucken, wie man das dann runterbekommt. Das da ist Messing. Ah, da hinten ist auch noch das drauf. Da ist auch noch ein O-Ring und das drauf, mal raus, Dichtung, O-Ring und noch eine, genau, noch sowas, das auch mal raus, wobei der Lüfter so von selbst schon da drin halten würde, ob es so durch die Magnetkraft, genau, und sich drehen würde, aber mal raus wieder. So, jetzt geht es darum, das da runter zu kriegen. Ich mache ja schon mal die Kabel. Ups, die Kabel da raus, die Kabel durch. So, wie kriegt man das jetzt da runter? Man kann hin und her. Ups. Aber das ist echt mega, mega schwierig, das da abzukriegen. Mal ziehen. Also, sobald man es ein bisschen verkantet, geht es auch nicht runter. Also die Lüfter auseinander bekommen ist wirklich nicht einfach. Und zwar hier ist das Kunststoff und hier das Metall. Da ein kleines Löchlein, da ein Löchlein. Und das Ganze muss da raus. Ich glaube mit viel Geduld und immer wieder rundherum hebeln könnte es gehen, dass es abgeht.
Und ich glaube, so geht's auch. Probieren wir mal. Also das, am Anfang schaut es assi, wenn es gar nicht rausgehen würde, aber ich glaube, es geht raus mit der Zeit. Ups. Aber es ist wirklich nicht einfach. Warte mal, vielleicht kriege ich das Messingteil auch raus da. Habe ich noch gar nicht probiert, aber es wird zu schwer drin sein, das Messingding. Das Messingteil hier in der Mitte ist auch zu schwer drin. Ich glaube, wenn das rausgeht, dann geht das andere leichter runter. Weil es schaut fast so aus, wie wenn es richtig extrem verpresst wäre. Aber probieren wir mal, ob wir es so irgendwie runterbringen. Es dauert. Nicht einfach, das runter zu bekommen. Drehen geht auch nicht. Drehen geht auch nicht. Und das ist richtig fest. Das ist richtig fest. Mal gucken. Ups, hier drücken geht auch nicht. Die Buchse, die ist in der Mitte fest drin. Das ist wirklich fest drin. Sehr fest drin ist es. Den habe ich jetzt auch runterbekommen, also indem ich hier mit dem da das Gleitlager da festgehalten habe und dann gehebelt habe. Und hier ging das Ganze ab. Ich dachte erst, dass das Eisen von Kunststoff abgeht, aber nee, das Kunststoff ist da schön dran. Und hier sind zwei Transistoren, zwei Elkos, zwei Widerstände, eine Diode und ein Hallgeber. Und jetzt möchte ich die Platine runterbekommen. Jetzt ist das Kunststoff mit der Platine da quasi verschweißt. Das Kunststoff lasse ich aber dran. Das heißt, ich mache jetzt die Kunststoffdinger da mit dem Schraubendreher weg. Oder vielleicht auch mit der Zange. Zange wird nur nicht ganz hinhauen, oder? Ein bisschen, nicht so wirklich. Ich kann mit der Zange die Vorarbeit machen. Aber ich erwische es mit der Zange nicht. Also mit dem Schraubenzieher. Schraubenzieher einfach das da weg. Ups. Schwer. Einfach das Kunststoff da mit dem Schraubenzieher weg. Aber wenn ich es hinlege, tue ich mich leichter. Einfach das weg. Dass die Platine mit dem Kunststoff, damit ich die trennen kann. Dann hier auch. Ups, ist nicht so einfach, aber geht schon. Vor allem, ich möchte die Platine jetzt nicht kaputt machen und einfach nur die Platine von dem Rest trennen. Was nicht so einfach ist. Zwei sind noch, eins. War gut, das Blech ist gut abgebrochen. Eigentlich könnte man mit Lötkolben das auch heiß machen. Und dann, wenn es heiß ist, mit Lötkolben dann abmachen. Gleich habe ich es ab. Echt nicht einfach so, aber es geht. Jetzt müsste das ab sein. Es kann sein, dass das noch verklebt ist mit der Platine. Okay, mache ich es mal anders. Schaue ich mal so wie ein Bohrer, dass ich das dann noch komplett rausbekomme. Oh, jetzt bin ich abgerutscht. Ja, da rutscht man leicht ab, also aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Müsste rausgehen. Dann das hier jetzt auch langsam. Dann das.
müsste alles passen jetzt und das da. Obwohl ich die Platine wahrscheinlich eh nicht mehr brauche, hier nur vielleicht den Hallgeber von der Platine. So, es ist schon locker. Es ist schon locker. Mal schauen, ob ich das jetzt da runterhebeln kann. Ich kann es runterhebeln. 1, 2, 3 und 4. Okay, jetzt habe ich das da ab. Ein Draht ist schon abgerissen. Und das sind die anderen beiden. Die kann ich jetzt auch mal abreißen. Ja, das ist jetzt die Platine mit dem Hallgeber. Hier, das ist so ein Magnetsensor. 6851 steht drauf. Und zwei Transistoren, zwei Kondensatoren, zwei Widerstände. Ich schätze mal, das ist so eine Art Kippschaltung, die mit dem Hallgeber da gesteuert wird. Und das hier sind jetzt die Spulen. Und jetzt kann ich die mal abwickeln. Aber bevor ich die abwickle, kann ich auch mal schauen, was für ein Drahtdurchmesser die haben. Ich glaube, die eine hat die 0,8 und die haben 0,10. 0,10er Draht hätte ich sogar. Aber ich glaube, da wickle ich auch etwas dickeren Draht drauf. 0,10. Genau. Warte. 0,0. 0,10. Ja, 0,10er Draht. Dann wickle ich den jetzt auch mal ab. So wie den anderen auch.